Musik macht Freude, Musik motiviert und Musik macht die ein oder andere Tätigkeit gleich viel leichter. Ob es das Joggen ist, das Spazierengehen, das Wandern oder die Gartenarbeit. Denn ich sage Ihnen, auch der Rasenmäher, da lässt sich gleich viel einfacher schwingen, wenn man das auf den Lieblingsrhythmen macht. Nur ich bin kein Freund davon, das Smartphone dafür zur Hand zu nehmen. Denn A, fallen die so schnell aus der Hosentasche, sind dann B, super teuer in der Reparatur des Displays und C, der Akku geht so schnell leer, dass ich da wirklich auf einen guten MP3-Player zurückgreifen möchte. Und den hast du uns für 21,76 Euro mitgebracht. Toll. Absolut. Liebe Zuschauer, 21,76 Euro, dieser Auvisio MP3-Player. Und das ist wirklich ein fantastisches, kleines Musikgerät. Schauen Sie sich das mal an. Und ich drücke gleich mal hier auf die On-Taste, dann sehen Sie schon hier das tolle Display, alles schön in Farbe, also wirklich wunderbar. Und wie du eben gesagt hast, wie für jeden Zweck, gerade wenn man draußen ist, gerade wenn man sagt, Mensch, komm, Smartphone ist mir zu schwer, ist mir zu unhandlich, außerdem geht es auf den Akku, dann ist sowas natürlich ganz klasse. Und unser kleiner MP3-Helfer hier, der kann Bluetooth. Das ist schon mal das Erste. Und zweitens, wir haben auch noch ein Radio dabei. Ach was? Ja, natürlich. Ein Radio. Ich weiß, ganz viele Zuschauer sagen, für mich sind Radiosender Pflicht, zur jeden halben und vollen Stunde die Nachrichten. Das geht über so einen kleinen MP3-Player. Stell dir vor, du bist im Garten unterwegs, mähst beispielsweise den Rasen oder bist in den Beeten beschäftigt oder machst sonst irgendwie ums Haus ein bisschen was hübsch. Dann ist doch ideal, wenn du sagst, aber ich möchte doch Nachrichten hören. Mhm. Ich möchte doch hier Fußball zum Beispiel, Samstagnachmittag, richtig toll. Kannst du hier die Bundesliga Live-Schalte, hier die Konferenz direkt eben auf deinem MP3-Spieler anhören. Finde ich absolut klasse. Und eben wie du gesagt hast, du brauchst dazu kein Smartphone. Die fallen raus, nachher suchst du irgendwie im Garten draußen dein Smartphone hier mit dem MP3-Spieler und schauen Sie, dieser sensationelle Sonderpreis, 21,71 Euro hier. Und das ist alles dabei. Ne? Sie haben hier ein MP3. MP3-Spieler, der wird per USB geladen, also ratzfatz, ganz schnell. Naja, und dann klicken Sie im Grunde nur noch hier unten, schauen Sie, Ihren Kopfhörer an und dann geht das Musikvergnügen schon los. Sie können aber auch, Vivian, wir haben gerade drüber gesprochen, natürlich auch einen Bluetooth-Kopfhörer anschließen, dann hast du diese ganze Kabelei hier nicht. Aber die Kopfhörer gibt es mit dazu? Du kannst auch deine eigenen zu Hause nehmen, ne? Ach so, super. Ja. 21,76 Euro, finde ich wirklich ganz klasse. Also entweder nehmen Sie zum Beispiel kabelgebundene, die Sie zu Hause haben, oder Sie sagen Bluetooth-Kopfhörer, bin ich zum Beispiel Riesenfreund von Kabelfreiheit. Aber noch eins ist mir aufgefallen, Andreas, und das ist das handliche und sehr, sehr leichte Design. Also auch mal toll für so eine kleine Tasche, oder? Schau dir das mal an. Ganz schmal hier. Komplett, ne? Und schön. Also ich finde den optisch absolut der Renner. Ich habe schon viele MP3-Spieler gesehen, die hatten zum einen oft kein Display. Aber das hier, muss man sagen, ist richtig schlicht, richtig schön. Und vor allem einfach zu bedienen und dank des Displays sehen Sie immer, was Sie machen. PX 4994 und die 569. Also da müssen Sie jetzt zugreifen. Schön auch so für den Sommer oder das Frühjahr beim Sonnen musikalische Unterstützung. Aber damit Sie Ihre Lieblingsplaylist auch festhalten können, möchten wir Ihnen gleich auch noch eine passende Speicherkarte anbieten. Und da dürfen Sie dann auch gerne zugreifen, dass Sie diese dann zu Hause haben und mit Ihren Lieblingswerken bestücken können. 32 GB für 8,46 Euro. Das ist auch schon wieder ein knaller Preis, liebe Zuschauer. Hier sollten Sie sich eindecken mit Speicherkarten, weil für deutlich unter 9 Euro finden Sie die sonst nirgends. Und glauben Sie mir, es kommt der Moment, da sagen Sie, Mensch, wo ist denn die Speicherkarte? Oder ich brauche eine Speicherkarte, nicht nur für unseren MP3-Spieler, allgemein kann man immer brauchen, auch für Smartphone. Super. PX 9965 und die 569 hier Ihre Bestellnummer und wir sind ja unter uns. Kleiner Tipp nebenbei, bestellen Sie sich von den Speicherkarten ein paar mehr. Die kann man ja auch für die Digitalkamera und Co. gebrauchen. Ja, und so kann es Frühjahr kommen. Sie können sich durch musikalische Rhythmen einstimmen und das super einfach und klangstark. Viel Spaß!